Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frastanz Aktuell. Freuen Sie sich auch diese Woche wieder auf interessante Beiträge aus unserer Marktgemeinde sowie aktuelle Ausblicke auf kommende Termine. Der Schriftsteller Martin Mucha aus Wien wuchs in Frastanz auf und erlebte seine Kindheit im Wallgau. Auf einer interessanten Lesung im Nenzinger Gasthaus Gemsle stellte er kürzlich seinen neuesten Roman Funkenfeuer vor. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Herzlich willkommen bei Drei Schwestern TV. Heute sind wir hier in Nenzing im Gemsle und das hat einen Grund. Es gibt eine besondere Lesung, die von den Funken hier in der Gegend inspiriert ist. Und bei mir ist der Michael Mucha. Ja, erzähl mal, wie es zu dem Buch gekommen ist. Ja, es war so, ich habe meinen Verlag, das ist ein deutscher Verlag, und ich schreibe normalerweise Krimis über Wien, wo ich wohne, die letzten 15 Jahre. Und der Verlag war sehr freundlich und hat sich bereit erklärt, meinem Herzenswunsch zu entsprechen, dass ich mal ein Buch über Vorarlberg schreiben kann. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil die Bücher über Vorarlberg verkaufen sich ökonomisch nicht so gut. Aber ich habe sie dazu gebracht und haben halt den langen Traum, den lang gehegten Traum erfüllen können, ein Buch zum Schreiben halt über meine Heimat, über die Leute, die ich kenne, über die Dörfer, Frastanz und Nenzing in der Hauptsache, ja, und das halt alles zu kondensieren, was in meiner Jugend und in meiner frühen Erwachsenenzeit halt passiert ist. Und ja. Darüber hinaus halt ist es auch noch so, dass viele Freunde von mir halt in dem Buch vorkommen. Ja. Nicht mit Klarnamen, aber ein bisschen unkenntlich gemacht, aber die kommen vor. Viele Ereignisse sind auch real oder haben einen realen Bezug. Aber vieles natürlich auch einfach entspringt meiner Feder als Schriftsteller. Und ich habe mich bemüht, halt die Charakteristiken der Wallgau, Vorarlberg, die Leute hauptsächlich ins Buch zum Rucker und den Mittelpunkt von der Erzählung zum Steller. Ja. Funken hier in Frastanz und Nenzing, hast du noch in Erinnerung, welchen Funken du warst? Sind da sehr viele hier? Ja, es sind viele. Aber ich als Fraschner aus dem Sunnerheim, in der Nähe vom Bahnhof bin ich groß geworden, ich war immer auf dem Sunnerheim-Funker. Mhm. Und ja, da habe ich ein paar Erinnerungen, aber die kann ich jetzt im Fernsehen nicht so gut erzählen, weil da ist es teilweise wild zugegangen. Ja. So, ja. Früher ging es ja öfters noch wilder zu, genau. Ja, dann freuen wir uns heute auf die Lesung. Es ist ein Krimi. Funkenfeuer. Ja, aber Funkenfeuer, weil mir war es wichtig, was zu empfinden, das charakteristisch für die Gegend ist, charakteristisch für den Wallgau, da bietet sich der Funke an. Das ist der eine Teil der Handlung und der andere Teil der Handlung hat auch einen semi-realen Hintergrund, und zwar der Verkauf vom Fußballplatz Nenzing. Ja. Und den habe ich auch noch hingebracht ins Buch, so dass jetzt zwei kleine Kriminalfälle haben, die miteinander in Verbindung stehen und wo man halt viele Leute kennenlernen kann, viele Örtlichkeiten beschreiben kann. Also das Gemsle, wo wir jetzt lesen zum Beispiel, kommt auch im Buch vor. Der Hans kommt vor zum Beispiel, der Wirt vom Gemsle. Ja, und das sind halt so die Sachen, um die es geht. Das ist viel Lokalkolorit und ausgefallene Charaktere, ja. Ja, sehr schön. Sind wir gespannt. Wenn man das Buch erwerben möchte, wo kann man das... Ja, kaufen im Buchhandel? Es müsste normalerweise in jeder gut sortierten Buchhandlung zur Verfügung stehen. Man kann es auf Amazon bestellen, obwohl ich sage, das ist ja besser als eine Buchhandlung zum Kauf als über Amazon. Aber das Buch ist ganz regulär gelistet über ISBN zu finden. Martin Mucha, Funkenfeuer heißt es. Im Gmeiner Verlag erschienen 18. Ja. Ja. Okay, dann freuen wir uns auf eine spannende Lesung. Danke. Das Buch Funkenfeuer hat mich ganz fasziniert. Ich habe ihn kennengelernt. Starrenwierer in der Stadtbibliothek hat mir so das Buch präsentiert und das Hand und Zügel verfrascht zum Vernetzig. Also mir jetzt fast von den Socken gehauen, aber mich tut ihn nicht verraten. Weil ihr seid nicht wegen mir gekommen, sondern wegen Martin. Diese Geschichte vom Wachtmeister Hubert Schmiedle spielt in Vorarlberg. Vorarlberg ist ein geografischer Begriff, der sich aber viel besser und schöner semantisch fassen lässt. Überall dort, wo das Wort körig verstanden wird,
und es kein Dialektwort für Arbeitslosigkeit gibt, dort ist Vorarlberg. Die Augen waren klar und scharf wie Rasiermesser klingen. Hubert schluckte. Da kriene Schmiedle, komm ihr, sagte sie. Hubert trat ein. Hinten hinaus vor einem schönen großen Fenster mit Blick auf eine bunte Wiese befand sich ein Teetisch, gedeckt mit Porzellan und Kuchen, und zwei weitere alte Damen saßen dort. Agatha Nöckel und Walburger 100 Pfund. Hubert war vom Regen in die Traufe gekommen. Ah, da kriene Schmiedle, begrüßte ihn Agatha. Ihre Dutz waren perfekt hochgesteckt, das graue Haar exakt geordnet und ihre Perlenketten glänzten. Allno am Gendarmspieler? Fragte ihn Agatha. Aufgrund der Bauarbeiten für die Abwasserbeseitigung auf Bazora muss die Gemeindestraße Bazora für mehrere Monate werktags gesperrt werden. Voraussichtlich bis 15.11.2019 ist sie nur am Wochenende befahrbar, und zwar von Freitag 17 Uhr bis Montag 7 Uhr. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Ein Busfahrer verschluckt den Zündschlüssel und sein Bus hat eine Depression. Zu einer besonderen Theatervorführung mit Musik wird am Freitag, dem 14. Juni ab 19 Uhr in den Gemeindepark eingeladen. Das Besondere ist, dass das ganze Theaterstück in einem Bus spielt. Dazu kann man sich unter der Nummer 51534 im Bürgerservice anmelden. Am Montag, dem 17. Juni ab 19 Uhr, wird heuer erstmals zum Vollmondschwimmen in die Felsenau eingeladen. Bei guter Witterung laden die Veranstalter alle Interessierten zu dieser einmaligen Veranstaltung ein. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz Aktuell. Bei 23 Jugendlichen aus Frastanz spendete Bischof Benno Elbs kürzlich das Sakrament der Firmung. Die Familien, Firmpaten und Freunde waren alle mit dabei. Und auch wir von Drei Schwestern TV. Ja, hallo miteinander. Wir sind heute da bei der Firmung von der Firmling vom Firmjahr 2018-2019. Heute werden 23 Firmling von Frastanz vom Benno Elbs gefirmt. Ja, und jetzt sagen wir gleich, wie es losgeht. Ich freue mich sehr, dass ich heuer in Frastanz das Sakrament der Firmung spenden darf. Firmung ist für mich eine Zusage, die Zusage von Gott her, dass er mit uns ist, dass er in allen Lebenssituationen mit uns geht, in Situationen der Freude, aber auch dann, wenn Sorge unser Leben bestimmt. Und das Zweite, Firmung ist auch ein Auftrag, Auftrag zur Nächstenliebe, zur Solidarität, um den anderen Menschen auch Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen, wie die Firmlinge das heute auch machen, mit einer symbolischen Blume, die einen anderen Menschen auf Freude bereitet und ihm sagt, du bist mir wichtig. Firmung ist für mich in dem Sinne eine Zusage und auch ein Auftrag. Und ich freue mich, dass wir das Fest miteinander feiern können. Wir Firmlinge möchten euch alle recht herzlich zu unserem Firmgottesdienst begrüßen. Vor allem möchten wir unsere Firmpaten, Familien, Verwandte, Freunde, das Chörle und besonders unseren Bischof Benno Elbs begrüßen. Seit September treffen wir uns regelmäßig, um uns auf unsere Firmung vorzubereiten. Die Vorbereitungszeit brachte viel Freude, aber auch konstruktive Ergebnisse mit sich. Heute ist es endlich soweit. Unsere Firmung steht ganz unter dem Motto Blumen. Die Vielfalt der Blumen erstreckt sich von klein und zierlich bis groß und kräftig. So auch die Vielfalt unter uns.
um zu zeigen, dass gerade die Individualität jedes Einzelnen das gesamte Bild so schön macht, werden wir im Laufe des Gottesdienstes ein Band um einen Blumenstrauß binden, der uns symbolisch alle miteinander verbindet und jeden Einzelnen zur Geltung kommen lässt, aber dabei auch die Harmonie des Ganzen verstärken soll. Und wenn ihr am Anfang dieses schöne Symbol der Blume hierher mitgebracht habt in die Kirche, dann heißt das auch, dass wir wirklich als Einzelne, jeder von uns, jede als Unikat vor Gott stehen. Und es ist unsere Art und Weise, wie wir leben, wie wir sind, was uns so wertvoll macht. Unser Leben ist abwechslungsreich und bunt, wie diese Blumen. Neben den strahlenden Momenten gibt es immer auch Dunkles in unserem Leben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Manchmal übersehen wir in den dunklen Momenten des Lebens die farbenfrohen Seiten. Wir nehmen nicht wahr, dass sie auch ein Teil unseres Lebens sind. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Oft hätten wir die Möglichkeit, Farbe in das Leben anderer zu bringen. Doch diese Gelegenheit nehmen wir zu wenig wahr. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Mächtiger, ewiger Gott, durch das Sakrament und das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche. Erfülle die ganze Welt und uns und die Firmkandidatinnen und Firmkandidaten mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche, am Pfingsten gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Firmkandidatinnen, Firmkandidaten, wenn ich euch so vor mir sitzen sehe, dann beschäftigt mich eigentlich schon eine Frage, nämlich die Frage, warum wollt ihr euch eigentlich firmen lassen? Was erwartet ihr euch von der Firmung? Es gibt immer wieder ganz nette Antworten auf diese Frage, ohne die ich eigentlich immer wieder erzähle. Die, was letztes Jahr bei der Firmung gewesen sind, haben es schon gehört.
Und zwar hat mich das so originell gedacht, da habe ich auch halt einen Firmling gefragt, warum er sich firmen lassen will. Da hat er gesagt, er möchte sein, er war ein bisschen jünger wie er möchte sein Leben also ändern, er möchte mehr lernen, weniger mit der Schwester stritten, da haben der Mutter mehr helfen und so weiter. Dann habe ich gefragt, ja, glaubst du, dass du das schaffen wirst? Und dann hat er gesagt, nein, eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, vielleicht glaubst du es du. Also, ich weiß, dass ihr euch in der Vorbereitung auf die Firmung sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt habt. Und ich möchte euch einfach zwei Gedanken mitgeben, die mir an diesem Tag wichtig sind. Das Erste, was mir wichtig ist, wenn ich an Firmung denke, dann ist für mich Firmung eine Zusage. Das ist das Erste. Und ich möchte es anhand dieser Farben da ein bisschen machen vom Hirtenstab. Darum steht der da neben mir, oder du haltest ihn so nett. Und zwar die Farbe des Gelb. Das ist die Farbe von des Glaubens und des Vertrauens. Nämlich die Zusage, des Vertrauen, dass Gott mit dir ist. Alle Tage und jede Situation deines Lebens. Es ist der Wunsch von jedem, jeder von uns, irgendwo einen Ort zu haben, wo wir geborgen sind, wo wir wissen, wir sind getragen und gehalten in allen Situationen unseres Lebens. Und diese Zusage gibt uns Gott durch die Taufe und durch die Firmung. Das ist das Erste, die Zusage. Und ein zweiter Gedanke, das sind so eher die Farben des Rot, der Nächstenliebe, des Mutes, ist ein Auftrag. Firmung ist also nicht so, dass man sagt, okay, jetzt mache ich die Firmung, das Firmengeschenk ist eingestreift, die Oma ist zufrieden und es geht weiter wie vorher sozusagen. Mit der Firmung übernehmen wir auch einen Auftrag. Und zwar den Auftrag zur Nächstenliebe und zur Solidarität. Und das ist etwas, was ihr heute, meine lieben Firmenkandidatinnen und Kandidaten, schon auch als Auftrag mitnehmt. Liebe Firmlinge, diese beiden Gedanken möchte ich euch einfach mitgeben. Firmung wird euer Leben nicht total verändern, aber, und das ist mein großer Wunsch, von innen her verwandeln, könnte man vielleicht sagen, dass ihr immer diese Erfahrung machen dürft, Gott ist mit dir, Gott sagt Ja zu dir und er nimmt dieses Ja nicht zurück, was immer in deinem Leben geschieht. Und das Zweite, dass du heute auch bereit bist, diesen Auftrag mitzunehmen, den Auftrag der Nächstenliebe, der Wertschätzung und des Respektes anderen Menschen gegenüber. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Menschen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke. Gib ihnen den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Firmlinge bringen diese Blumen, die für unser Leben stehen, nach vorne. Bei der Sonnenblume entsteht der Eindruck, als würde sie den ganzen Tag lächeln. Und das zeigt sich auch in ihrer Bedeutung. Sie ist pure Fröhlichkeit und menschliche Wärme. Die Gerbera wächst dort, wo es sonnig und schön ist. Und das spiegelt sich auch in ihrer Bedeutung. Durch sie wird alles schöner. Eine der bekanntesten Blumen ist das Vergissmeinnicht, auch was ihre Bedeutung betrifft. Sie wird oft verschenkt, um Liebe und Treue zu symbolisieren. Die Kamille ist als Heilpflanze bekannt. Sie gibt uns Kraft und Zuversicht in schweren Zeiten und beruhigt uns. Ja,
Liebe Gemeinde, die Firmlinge bringen nun als Zeichen der Verbundenheit eine Schleife um diesen bunten Blumenstrauß. Dieser Blumenstrauß soll die Zusammengehörigkeit der Firmlinge im Garten Gottes symbolisieren. In einem schönen Garten standen eine Rose, eine Sonnenblume, ein Stiefmütterchen, eine Gladiole, ein Gänseblümchen und ein Vergissmeinnicht. Selbstbewusst stand die große Sonnenblume auf ihrem hohen Stängel und sagte: "So groß und stark und beeindruckend wie ich ist keiner hier im Garten." Darüber regte sich die Rose auf und sagte: "Aber keine Blume duftet so herrlich und ist so schön wie ich." "Tss", meint die Gladiole, "wie könnt ihr beide so reden? Was heißt hier Größe und Duft? Ihr habt nur eine Blüte, ich aber habe so viele, dass ich sie gar nicht zählen kann." Das Stiefmütterchen, das Gänseblümchen und das Vergissmeinnicht wurden immer kleiner und kleiner, als sie das alles hörten. Sie ließen verzagt die Köpfe hängen. Da versuchte das Gänseblümchen, das Vergissmeinnicht zu trösten und sagte: "Zum Glück werden wir aber von vielen Menschen sehr geliebt." "Ja", sagte das Vergissmeinnicht, "vor allem die Kinder haben uns gern." Da mischte sich zuletzt noch das Stiefmütterchen ein. "Aber wieso denkt ihr so eng und kleinkariert? Ihr vergleicht euch nach Größe und Stärke, nach Duft und Farbenpracht. Wisst ihr denn nicht, ob groß oder klein, ob stark oder schwach, jeden von uns gab der Schöpfer sein eigenes Kleid. In Gottes Augen sind wir alle gleich schön. Jeden von uns schenkt er genug Licht und Wärme der Sonne. Jeden von uns gibt er genug Regen. Jeden von uns lässt er wachsen und blühen. Jeden auf seine Weise. Das ist das Geheimnis seiner Güte." Und so verstummten die anderen Blumen beschämt und blühten still in Gottes Garten. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und so segne und beschütze euch und die Menschen, die euch am Herzen sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, ein schönes Fest. Geht hin und bringet Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.
Bücher, an denen der Zahn der Zeit genagt hat und die von Schimmel oder anderen Schäden befallen sind, können gerettet werden. Wir haben uns das neue Angebot Spezialreinigung, Archivaufbereitung und Mikroverfilmung von Aquamühle Vorarlberg einmal näher angeschaut und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Drei Schwestern TV. Heute sind wir hier im Archiv der Stadt Bludenz und das hat einen bestimmten Grund. Neben mir ist die Uli Schmidt-Santer von Aquamühle und die wird uns nun ein spezielles Angebot von Aquamühle vorstellen. Hallo Henning, freut mich, dass wir hier dann unser Angebot vorstellen können. Wir arbeiten ja seit langem schon mit Archiven und wir haben von der Stadt Bludenz einen ganz besonderen neuen Auftrag erhalten, nämlich die Spezialreinigung. Wir machen ja schon lang Mikroverfilmung und Digitalisierung, seit einiger Zeit auch die Archivaufarbeitung und jetzt mit der Spezialreinigung können wir eben ein neues Angebot stellen, wo wir Archiv und Kulturgut reinigen, wenn es zum Beispiel von Schimmel oder Schmutz befallen ist. Das heißt, wir nehmen jedes Buch, jedes Archivgut in die Hand, reinigen es zuerst außen ganz intensiv und dann blättern wir jede Seite um und reinigen Seite für Seite. Dabei werden die Schimmelsporen sehr stark reduziert, sodass wenn dann das Archivgut anschließend bei idealen Bedingungen, also idealer Feuchtigkeit, idealer Raumtemperatur gelagert wird, der Buchschimmel so gut wie verschwunden ist und vor allem keine weiteren Schäden anrichtet. Wir haben zwei Geräte dazu angeschafft, die wie eine Art Staubsauger, Spezialstaubsauger funktionieren. Das heißt, mit Bürsten saugen wir das Kulturgut ab. Diese Schimmelsporen, diese verkapselten Schimmelsporen werden weggesaugt und wir reinigen dann mit Mikrofasertüchern nach. Das ist eine sehr schonende und sehr gut bewährte Methode. Was wir noch machen, ist, dass wir schauen, wie ist die Feuchtigkeit im Kulturgut. Das heißt, wir haben einen Schwertfühler, mit dem wir die Feuchtigkeit im Papier messen. Und wir messen natürlich auch die Raumfeuchtigkeit, weil nur bei optimalen Bedingungen, optimalen Lagerbedingungen Schimmel vermieden werden kann. Die Vorreinigung erfolgt im Schwarzraum. In diesem geschlossenen Raum wird zuerst geprüft, inwieweit die Bücher gereinigt werden müssen, von leichter Verschmutzung bis zur Schimmelware. Dadurch erfolgt auch die Auswahl der Bürsten, mit denen gereinigt wird. Bei leicht verschmutztem Archivgut wird eine Außenreinigung vorgenommen. Das heißt, die Schnittkanten und der Buchrücken sowie das erste Deckblatt wird gereinigt. Bei stark verschmutzter Ware bzw. Schimmel wird seitenweise die Reinigung vorgenommen. Dabei werden auch verklebte Seiten gelöst. Im Schwarzraum wird unter Beachtung der Arbeitssicherheit mit Vollanzug, Atemmaske gearbeitet, um eine Belastung für den Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Die Feinreinigung erfolgt am Arbeitsplatz mit entsprechend ausgerüsteten Absaugeinheiten, die wie im Schwarzraum über einen HEPA-Filter verfügen. Die Feuchtigkeitsmessung erfolgt mit einem entsprechenden Gerät,
das über einen Schwertfühler verfügt, der sowohl bei Akten als auch bei Büchern eingesetzt werden kann. Ja, neben mir ist jetzt der Christoph Töni, Archivar der Stadt Bludenz. Und ja, es wäre schön, wenn du vielleicht einen kurzen Überblick geben könntest über das Material, das nun hier gereinigt wird und dokumentiert. Ja, die Stadt Bludenz hat ein sehr umfangreiches Archiv, das seit dem 19. Jahrhundert angelegt worden ist. Und die Archivbestände sind jeweils in den Kellerräumlichkeiten hier dieses Rathauses, das in den 70er Jahren gebaut ist, gelagert worden. Die Lagerbedingungen waren alles andere als optimal. Das hat man seit langer Zeit gewusst. 2003 hat man alles historische Archiv bis 1850 ins Vorarlberger Landesarchiv nach Bregenz gebracht. Allerdings haben wir auch sehr viel Material, Aktenbestände von 1850 bis ins 20. Jahrhundert und ins 21. Jahrhundert hinein. Und da war dringender Handlungsbedarf gegeben und ungefähr 55 Laufmeter dieses Materials, dazu kommen auch Bibliotheksbestände, etwa die Wichner-Bibliothek, sind jetzt eben aufgearbeitet, gereinigt worden und in einen Zustand gebracht worden, dass sie auch für die Zukunft hier im Hause bewahrt werden können. Ja, das heißt, sie sind auch für die Nachwelt gesichert und es besteht jederzeit Zugang bei Interesse und Forschungsinteresse an dem Material. Da besteht jederzeit Zugang. Nachdem die Archivbestände von Bludenz lange Zeit etwas stiefmütterlich behandelt worden sind, waren sie auch für die Forschung nicht so zugänglich. Uns würde freuen, wenn jetzt hier ein bisschen neuer Schwung hineinkommt und wenn auch mehr und mehr gerade von Diplomantinnen und Diplomanten oder auch Dissertanten das Interesse auf Bludenz gelenkt werden könnte. Auch damals schon gerichtet, ja. Vor einer KMK-Zeit. Ja. Das war viel Geld gewesen eigentlich. Ja. In der heutigen Zeit ungefähr 100 Euro. Unter der Anleitung von qualifizierten Schlüsselkräften sind in unserer Abteilung Mikroverfilmung und Digitalisierung bis zu 14 Vollbeschäftigte tätig, die den fachgerechten Umgang mit Dokumenten, Kameras, Scanner und der EDV beherrschen. Auf diesem Arbeitsplatz erfolgt das Einscannen der historischen Akten und Dokumente, die vorhat von unserem Arbeitsangebot Archivaufbereitung entklammert, gereinigt und umgebettet wurden und in Archivschachten für die Archivierung bereitgestellt werden. In unserer Abteilung haben wir auch mehrere Geräte, die das Digitalisieren historischer Bilder, Glasplatten, Dias, Negative etc. gewährleisten. Unser Motto lautet vom Keller ins Netz und wir übernehmen für Sie das Mikrofilmen historisch wertvoller Dokumente und Bücher für die Langzeitarchivierung und auch die Digitalisierung Ihrer Aktenordner, Hängeregister, sprich Bauakten, Bücher sowie sonstiger Dokumente und Unterlagen. Wir sind spezialisiert auf Bau-, Buchhaltungs- und Personalakten sowie individuelle Digitalisierungsdienstleistungen.
Sie können sich jederzeit unsere Arbeitsräume anschauen oder Sie vereinbaren direkt mit uns ein unverbindliches Beratungsgespräch. Heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!